بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala mit einer neuen Reihe beginnen, welche aus inshallah 11 Einheiten bestehen wird. Und zwar wollen wir uns mit 10 Bittgebeten, 10 Duas aus dem Koran und aus der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigen, welche unser Leben verändern können. Es gibt, ich würde nicht übertreiben, hunderte von Duas, die uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat. Und ebenfalls sehr, sehr viele Duas im Koran, welche Allah subhanahu wa ta'ala uns Gläubigen beigebracht hat oder welche Allah subhanahu wa ta'ala zitiert hat. Jedoch wollen wir uns insha'Allah ta'ala auf 10 Bittgebete beschränken. Aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Bittgebete, welche der Muslim immer wieder aufsagen sollte und mit denen der Muslim sich immer wieder beschäftigen sollte und deren Bedeutung der Muslim auch kennen sollte. In unserem heutigen Vortrag werden wir jedoch eine allgemeine Einleitung machen zu dem Thema Dua. Die wundersame Wirkung des Duas auf den Menschen. Weil, meine lieben Geschwister, das Dua ist nicht irgendeine Ibade. Das Dua ist, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ist der Kern der Ibade. Lubbul Ibade. Das Dua ist das Gehirn der Ibade, Mukhul Ibade. Das Dua ist die Ibade, Dua huwal Ibade, wie es von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert wird. Wenn wir also über Dua sprechen, sprechen wir in Wirklichkeit über was? Wir sprechen über die tiefgründige Bedeutung von Ibade. Warum? Weil Ibade am Ende bedeutet, dass ich mich als Muslim voll und ganz meinem Schöpfer ergebe und mich voll und ganz von meinem Schöpfer abhängig mache. Und umso mehr ich mich abhängig mache von meinem Schöpfer, desto eher wird Allah subhanahu wa ta'ala mein Dua erhören und desto mehr wird das Dua Auswirkungen auf mich als Mensch haben. Der Islam hat uns gelehrt, dass wir uns als Menschen von den Geschöpfen Allahs, soweit es geht, unabhängig machen sollen. Und deswegen, was sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, oder nicht er, sondern Jibril alaihi salam, was sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Ich habe letzten Freitag eine Khutbah dazu gehalten. Und zwar, er sagte, wa'alam, ya Muhammad, wisse, o Muhammad, anna sharaf al-mu'mini qiyamuhu bil-layl. Die Ehre des Mu'mins liegt darin, dass er in der Nacht betet. وَعِزَّهُ إِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. Und sein Stolz liegt darin, dass er von den Menschen unabhängig ist. Das heißt, ich als Muslim sollte so gut ich kann mich unabhängig von den Menschen machen. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist sogar so weit gegangen, dass er von einigen Gefährten verlangt hat, dass sie darauf schwören, nie einen Menschen zu fragen. Subhanallah. Mit anderen Worten, von dem Menschen unabhängig zu sein. Und sich voll und ganz auf wen stützen? Auf Allah. Und deswegen, was sagen wir in Surat Al-Fatiha? Das ist im Grunde genommen die Quintessenz unserer Religion. Die Gelehrten sagen, den gesamten Koran, die gesamte Botschaft des Korans, kann man auf Surat Al-Fatiha beschränken. Und es gibt in Surat Al-Fatiha eine Ayah, welche noch einmal Surat Al-Fatiha und somit die Quintessenz des Korans zusammenfasst. Und welche Ayah ist das? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dir allein dienen wir. Und dich allein bitten wir um Hilfe. Das ist die Quintessenz. Guck mal, wie Allah Ta'ala
das zum Ausdruck bringt. Iyaka na'budu. Dieses Iyaka ist ein Pronomen. Ein Pronomen, was vorgenommen wurde. Normalerweise müsste man sagen, na'buduka wa nasta'inuk, oder? Das ist eigentlich die normale Reihenfolge in der arabischen Sprache. In der arabischen Sprache sage ich, a'budu Allah, a'buduka ya Allah, ich diene dir, o Allah. Wenn ich aber das Pronomen vor das Verb stelle, dann bringt es etwas Bestimmtes zum Ausdruck. Dann bringt es zum Ausdruck, dass ich nur Allah diene und niemandem anderen. Das heißt, wenn ich sage, a'buduka ya Allah, ich diene dir, ya Allah, dann könnte es heißen, ich diene Allah und ich diene auch jemandem anderen. Aber wenn ich sage, iyaka a'bud oder iyaka na'bud, dann bedeutet das was? Eine Betonung, dass ich nur Allah diene und niemandem anderen. Und dementsprechend, Allah sagt, iyaka na'budu, dir alleine dienen wir. Und deswegen übersetzen wir das mit allein. Und dann, wa iyaka nasta'in, und dich allein bitten wir um Hilfe. Das heißt, der Einzige, dem wir uns zuwenden, ist wer? Ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir also von Dua sprechen, dann sprechen wir im Grunde genommen von der tieferen Bedeutung der Ibad. Was sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Abdullah ibn Abbas, als er mit ihm auf dem Reittier saß? Er sagte zu ihm, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Wenn du bittest, so bitte wen? So bitte Allah. وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ بِاللَّهِ. Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte Allah um Hilfe, und zwar allein. Wir reden also hier über etwas ganz Besonderes. Etwas, was meine Beziehung zu Allah ausmacht. Allah will, dass ich meine Abhängigkeit ihm gegenüber immer wieder zum Ausdruck bringe. Ja, ayyuhan nas, o ihr Menschen. Antumul fuqara'u ila Allah. Ihr seid Allah gegenüber bedürftig. Wallahu huwa al-ghaniyul hamid. Allah ist der Unabhängige, der Lobenswürdige. Allah ist as-samad. Was ist as-samad? As-samad ist derjenige, dem sich alle zuwenden, der aber von niemandem abhängig ist. Wir sehen also, wie wichtig der Aspekt des Duas ist. Und deswegen in unserer Religion gibt es keinen Dua gegenüber einem Menschen, einem Geschöpf, egal wie hoch die Stellung dieses Menschen ist, dieses Geschöpfes ist. Wir wenden uns in unseren Duas immer nur wem zu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, der Dua ist so wichtig, so zentral in unserer Religion, dass Allah ta'ala uns Muslime sogar dazu verpflichtet hat, ihn zu bitten. Eine Pflicht, nicht eine Sunde, es ist eine Pflicht. Allah verpflichtet dich, dich ihm zuzuwenden, deine Hände zu heben. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sprach, bittet mich. Amr, ein Befehl. Und ich werde euch antworten, aber bittet mich. Wendet euch mir zu. Und deswegen sollte der Muslim sich intensiv mit dem Dua beschäftigen und verstehen, was der Dua für eine Auswirkung auf uns hat. Der Dua ist eine Waffe für den Mu'min. Der Dua ist für den Mu'min das, worauf er sich stützt in schwierigen Momenten. Das Dua ist das, was deine Beziehung zu Allah ausmacht. Ja, der Dua ist so gewaltig, dass Allah Ta'ala sogar einen Dua annimmt von einem Muschrik, wenn er sich in einem Moment allein Allah zuwendet. Und das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte von Allah. Allah Ta'ala, er beschreibt das im Koran an verschiedenen Stellen. Und er beschreibt, wie die Leute auf hoher See sind. Und dann, wenn ein Sturm aufkommt, die Wogen gewaltig sind, was machen sie dann? Dann bitten sie Allah allein. Und in diesem Moment erhört Allah subhanahu wa ta'ala ihren Dua. So gewaltig ist diese Waffe. So gewaltig ist dieses Mittel. So gewaltig ist dieses Instrument. Und deswegen sollten wir uns als Muslime ausgiebig mit dem Dua beschäftigen. Weil der Dua kann unser Leben verändern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Dua
kann den Unterschied machen, wenn du ihn aufrichtig aussprichst. In einem Hadith Qudsi, der etwas länger ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala und verlangt von uns, dass wir ihn immer bitten, egal was ist, sodass wir unsere Abhängigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala zum Ausdruck bringen. Allah ta'ala, er sagt in dem authentischen Hadith Qudsi, in dem heiligen Hadith, Ya ibadi, o meine Diener, inni harramtu dhulma ala nafsi, ich habe mir selbst das Unrecht verwehrt. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُونَ, ich habe es unter euch für verboten erklärt, es tut einander kein Unrecht. Und jetzt, يَا عِبَادِي, o meine Diener, كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ, und jetzt, فَاسْتَهْدُونِ أَهْدِكُمْ, o meine Diener, ihr alle seid irregeleitet, außer wen ich recht leite. So bittet mich um Rechtleitung, auf dass ich euch recht leite. Das heißt, wenn du ein Problem mit deinem Iman hast, wenn du das Gefühl hast, dein Iman ist schwach, oder du hast Angst um deine Kinder, dass sie in die Irre gehen könnten, was solltest du tun? Wende dich Allah zu, in dessen Hand die Hidayah liegt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dem Hadith Qudsi, Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni at'imkum. O meine Diener, jeder von euch ist hungrig, außer wem ich zu essen gebe. So bittet mich um Essen, um Nahrung, dass ihr gesättigt seid, auf dass ich euch speisen werde. Du hast ein Problem, ein wirtschaftliches Problem. Du hast Schulden, du weißt nicht weiter. Du hast das Gefühl, dass du nicht vorankommst, dass es an allen Ecken fehlt. Wende dich Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig zu. Und du wirst merken, wie es zu einer Veränderung kommen wird. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu. O meine Diener, jeder von euch ist nackt, außer wem ich Kleidung gebe. Fastaksuni aksukum. So bittet mich um Kleidung, auf dass ich euch Kleidung gewähre. Die Sahaba radwanullahi alayhim, sie haben Allah ta'ala sogar um einen Schnürsenkel gebeten, wie es überliefert wird. Schnürsenkel, guck mal, Schnürsenkel. Aber sie haben sich Allah zugewandt, auch bei den kleinen Dingen, um sich voll und ganz abhängig zu machen von Allah und Allah zu zeigen, ja Allah, der Rizq, er kommt ausschließlich von dir und von niemandem anderen. Und jetzt, Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wal nahar, وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ. O meine Diener, ihr begeht Sünden am Tag und in der Nacht. So bittet, und ich vergebe alle Sünden. So bittet mich um Vergebung, auf dass ich euch vergebe. Du hast eine Sünde begangen. Du bist verzweifelt, weil du von einer Sünde nicht loskommst und begehst diese Sünde immer wieder und fühlst dich schlecht dabei. Bitte Allah um Vergebung. Bitte Allah darum, dass er dir die Kraft gibt, von dieser Sünde loszulassen. Verzweifle niemals und sei dir sicher, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich erhören und er wird dir deine Sünde vergeben. Was für ein schönes Dua, was für ein schöner Hadith Qudsi, der uns Hoffnung macht und der uns aufzeigt, dass wir in all unseren Lebensbereichen uns immer dem Dua zuwenden sollten. Dann ein weiterer Hadith Qudsi. Sehr schön, wo Allah Ta'ala sagt, Ya bena Adam, O Sohn Adams, Innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. O Sohn Adams, solange du Dua machst und mich bittest und mich erhoffst, also meine Barmherzigkeit erhoffst, werde ich dir vergeben, was du getan hast, aber mach weiterhin Dua. Bitte mich um Vergebung und ich werde dir vergeben. Das heißt, wenn ich mich Allah zuwende mit meinem Dua, wird Allah Ta'ala immer an meiner Seite stehen. Also ein Zeichen dafür, ob dein Iman intakt ist oder nicht, ist, ob du Dua machst oder nicht. Sobald du aufhörst, Dua zu machen, stimmt etwas mit deinem Iman nicht. Weil ein Mu'min ganz genau weiß, dass die Beziehung zwischen ihm und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala durch
die Zuwendung durch die Gebete und das Dua bestimmt wird. Wende dich also immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala zu. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in den schwierigsten Situationen seines Lebens hat er sich immer wieder dem Dua zugewandt, Zuflucht im Dua gesucht und Allah subhanahu wa ta'ala inbrünstig und aufrichtig gebeten. In schwierigsten Situationen sein Leben. Und subhanallah, direkt darauf hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Ausweg aufgezeigt. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns vorgemacht, wie wichtig das Dua ist. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aus At-Ta'if vertrieben wurde, er wollte dort den Islam verbreiten, mit den Menschen Da'wah machen, sie einladen. Sie haben ihn jedoch mit Steinen aus At-Ta'if vertrieben. Und er blutete. Und es gab keinen Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mehr Trauer verspürte und niedergeschlagener war, als an diesem Tag. Selbst schlimmer als die Schlacht von Badr, als alles andere. Weil es sich hierbei nämlich um was für Schmerzen handelte, nicht um körperliche Schmerzen, sondern um seelische Schmerzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war niedergeschlagen. Aber in diesem Moment vergaß er nicht, sich Allah zuzuwenden. Und er sprach seinen schönen Dua aus. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati. O Allah, zu dir klage ich über die Schwäche meiner Kraft. Wa qillata hilati, meine geringen Mittel. Wa hawani ala nas, und die Bedeutungslosigkeit, die ich bei den Menschen habe. Ich bin in den Augen der Menschen nichts mehr wert. Ya arhamar rahimin, o Barmherzigster der Barmherzigen. Ila man takiluni, zu wem wirst du mich überlassen? Ila aduwin yatajahhamuni, zu einem Feind, der mich angreift? Am ila qaribin malaktahu amri, oder zu einem Nahestehenden, der dir die Macht über mich hat. Der die Macht über mich hat. غير أن عافيتك أوسع لي. Wenn, na, wo ist, bin ich hier verrutscht? Entschuldigt bitte. Ja. Wenn du nichts, ja, hier ist irgendwas ausgelassen worden bei der Übersetzung. Ja. Hauptsache, dass ich unversehrt bleibe durch dich. Das ist noch weiter für mich. أعوذ بنور وجهك. Also إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي. Wenn du nicht zornig auf mich bist, kümmert es mich nicht. Aber deine Vergebung wäre für mich weitreichender. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض. Ich suche Zuflucht im Licht deines edlen Angesichts, das die Himmel und die Erde erleuchtet hat. وأشرقت له الظلمات, durch das die Dunkelheiten strahlend wurden. وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, und durch das die Angelegenheiten der Welt und des Jenseits in Ordnung gebracht werden. أَنْتَ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ, ich bitte dich, deinen Zorn nicht über mich zu bringen. لَكَ الْعُتْبَ حَتَّى تَرْضَى, oder deinen Unmut auf mich niederfallen zu lassen. Dir gebührt das Lob, bis du zufrieden bist, und es gibt keine Macht und keine Kraft außer durch dich. Ja, dieses gewaltige Dua sprach unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam im schwierigsten Moment seines Lebens aus. Aber es hatte eine unglaubliche Wirkung gehabt. Direkt danach kam die Erleichterung. Direkt danach kam die Veränderung. Was passierte nach diesem Dua? Das allererste, was passierte, ist, dass jemand zum Islam übergetreten ist. Und daraufhin Jibril alaihi salam kam und ihm Mut machte und sagte, wenn du möchtest, werde ich beide Gebirge über sie zerschlagen lassen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon absah. Und dann das Gewaltigste überhaupt, dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich einlud. Und zwar zur Reise des Isra und Mi'raj. Das Dua hat eine unglaubliche Wirkung auf den Menschen. Man darf sie niemals unterschätzen. Wallahi, man darf sie niemals unterschätzen. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass der Muslim sich intensiv mit dem Dua beschäftigt, intensiv mit dem Dua auseinandersetzt und ganz, ganz wichtig, versteht, wie der Dua überhaupt funktioniert. Viele verstehen das nicht. Immer wieder kommen Leute zu dir und sagen, ja, Sheikh, gibt es nicht ein Dua, ja, für diese und jene Situation? Sie denken, ein Dua ist irgendwie eine Zauberformel.
sagt irgendetwas auf und dann passiert es. Sie haben den Dua komplett missverstanden. Der Dua ist nicht einfach nur etwas, was du aufsagst. Der Dua ist in erster Linie etwas, was aus dem tiefsten Inneren deines Herzens kommt. Natürlich gibt es Bittgebete und wir werden uns ja auch mit Bittgebeten beschäftigen. Gewaltigen Bittgebeten, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und der Koran beigebracht haben. Und jeder, der diese Bittgebete verinnerlicht hat und verstanden hat und aufrichtig Allah damit bittet, der hat einen Schlüssel, mit dem die Tore des Himmels geöffnet werden können. Aber noch viel wichtiger als der Wortlaut, den ich ausspreche, ist was? Dass ich verstehe, wie ein Dua funktioniert. Einmal kam ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte, ja Rasulallah, wenn du Dua machst, dann sind es aber so schöne Worte und ich kann mir sowas gar nicht merken. Ich weiß gar nicht, ich will niemals auf diese Worte kommen. Wenn Abu Bakr Dua macht, dann, mashallah, benutzt er auch so schöne Formulierungen, rhetorisch einwandfrei. Aber wenn ich Dua mache, dann sage ich immer nur, Allahumma gfirli warhamni. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm? Er sagte zu ihm, wa hawlaha nudandi. Genau das ist es, worum es am Ende geht. All das, was wir sagen, ja, am Ende geht es darum, dass wir was wollen? Dass wir die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala wollen. Und dementsprechend, derjenige, der verstanden hat, wie der Dua funktioniert, der verstanden hat, wie man Dua macht, der verstanden hat, worauf man achten muss beim Dua, der verstanden hat, was die Erhörung eines Duas verhindern könnte, das ist jemand, dem die Schlüssel zur Öffnung der Tore des Himmels in die Hand gegeben wurden. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns intensiv genau mit diesen Fragen beschäftigen. Wie mache ich eigentlich Dua? Worauf sollte ich bei meinem Dua Acht geben, damit Allah subhanahu wa ta'ala meinen Dua überhaupt annimmt und akzeptiert? Und das ist das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Und das wohl Wichtigste überhaupt. Die wichtigste Voraussetzung überhaupt, damit Allah subhanahu wa ta'ala dich erhört in deinem Dua, ist, dass du Ikhlas in deinem Dua hast. Aufrichtig bist in deinem Dua. Sodass Allah subhanahu wa ta'ala deine Aufrichtigkeit in deinem Herzen sieht. Allah ta'ala, er verlangt es direkt von uns. Und er sagt, فَدْعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. So bittet Allah, indem ihr aufrichtig seid in eurer Religion. Gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Leute, sie hören manchmal, ah, da hat jemand an einem bestimmten Ort einen Dua ausgesprochen. Und denken, ah, es kommt auf diesen Ort an. Oder es kommt genau auf diesen Wortlaut an. Weil irgendwann einmal jemandem an diesem Ort das Dua erhört wurde. Und sie verstehen nicht, dass der eigentliche Grund, warum dieser Mensch erhört wurde, welcher gewesen ist, dass dieser Mensch in einem bestimmten Augenblick besonders aufrichtig gewesen ist. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dua erhört hat. Wallahi, wenn wir uns die Bittgebete unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam anschauen, wie unglaublich aufrichtig er war in seinen Duas, in seinen Bittgebeten, dann sagen wir Allahu Akbar. Jetzt verstehen wir, warum Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam erhört hat. Ein Beispiel. Bei der Schlacht von Badr, am Vorabend zur Schlacht von Badr, steht unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam die ganze Nacht in seinem Zelt, hebt seine Hände und macht Dua. Hört einmal, wie er Dua macht. Allahumma aina ma wa'attani. Allahumma anjiz ma wa'attani. O Allah, wo ist das, was du mir versprochen hast? O Allah, lass das geschehen, was du mir versprochen hast. Allahumma intahlik hadhihi al-asaba min ahli al-islam, fala tu'bad fil ardi abada. Ja Allah, wenn diese Gruppe der Muslime vernichtet werden sollte, dann wirst du nie wieder angebetet werden auf Erden. Und jetzt sagen die Überlieferer, فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ. Er hat so lange Allah angefleht,
ihn gebeten, bis sein Gewand, und er hat es nicht einmal bemerkt, sallallahu alaihi wasallam, von seinen Schultern heruntergefallen ist. Abu Bakr kam, nahm das Gewand und legte es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder an. Und er sagte, Ya Nabi Allah, O Prophet Allahs, kafaka munashadatuka rabbak, es reicht aus, dass du deinen Herrn anflehst. فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. Weil er wird dir das geben und das erfüllen, was er dir versprochen hat. Und daraufhin hat Allah Ta'ala welche Ayah herabgesandt in Surat al-Anfal. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Guck mal, wie Allah es beschreibt. Gedenkt einst, als ihr euren Herrn angefleht habt. Angefleht. Aufrichtigkeit im Dua. Der Prophet hat die Nacht durchgemacht. Gestanden. Obwohl er am nächsten Tag vor einer Schlacht stand und Kraft braucht, macht er die ganze Zeit Dua. Woraufhin Allah, was sagt? فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Und er erhört euch. أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ich werde euch unterstützen mit 1000 Engeln, aufeinanderfolgend. Subhanallah. Das ist was? Das ist dieser Ikhlas im Dua. Dass ich, wenn ich Dua mache und bevor ich Dua mache, noch einmal wirklich in mich kehre. Mich voll und ganz Allah subhanahu wa ta'ala zuwende. Und dann weiß, dass Allah ta'ala in jedem Fall meinen Dua erhören wird. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist unglaublich wichtig. Wallahi, das darf man nicht unterschätzen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Und viele können diese Erfahrung bestätigen. Und zwar, dass wenn ich Dua mache, keinen Zweifel daran haben darf, dass Allah mich erhört. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bittet Allah, und seid euch absolut gewiss, dass Allah subhanahu wa ta'ala euren Dua akzeptieren wird. Habt keinen Zweifel daran. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba fa inna Allah la yaqbalu du'a qalbin ghafilin lahin. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Weil Allah Ta'ala kein Dua von einem Herzen annimmt, was abgelenkt ist. Allah Ta'ala, er will, wenn du Dua machst, dass du ihn nicht auf die Probe stellst. So nach dem Motto, ich probiere es mal aus, wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Es ist nicht ein Mensch, dem du dich zuwendest, es ist Allah. Allah, der dir gesagt hat, er hört dich. Allah, der dir versprochen hat, er wird dir antworten. Und dementsprechend sei dir zu 100% sicher, dass wenn du Dua machst, Allah Ta'ala, er wird es hören. Zu 100%. Yaqin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijab. Stelle Allah niemals auf die Probe. Versuch das mal. Mach einmal Dua. Ich kenne das von so vielen Leuten, die mir das bestätigt haben. Wir haben so manchmal so Momente, wo sie sich absolut sicher sind, Allah erhört mich. Und er hört sie. Wallahi, er hört sie. Das könnte man natürlich dem entgegenhalten. Aber ich habe schon so oft Dua gemacht, etc. Warum wurde das nicht erhört? Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah. Es gibt Gründe dafür. Aber hört dich Allah? Allah hört dich. Erhört er dich auch? Ja, er hört dich auch, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Also, ich muss Ikhlas haben, wenn ich Dua mache. Und ich muss mir absolut sicher sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich erhört und meinen Dua in jedem Fall akzeptiert. Und dann ebenfalls, was ich unbedingt benötige und verstehen muss, wenn ich einen Dua mache, ist, dass ich das Vertrauen in Allah setzen muss, in der Art und Weise, wie mein Dua erhört wird und wann er erhört wird. Ich muss, was? Vertrauen haben in Allah, dass die Art und Weise und der Zeitpunkt,
wann der Dua erhört wird, von Allah bestimmt wird und nicht von mir. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ein kleines Kind dich um etwas bittet und du weißt, das schadet diesem Kind, tust du dem Kind einen Gefallen, wenn du ihm das gibst, was es möchte? Das Beispiel. Das Kind möchte unbedingt mit Feuer spielen. Das finde ich ganz toll. Ein dreijähriges, vierjähriges Kind sagt, Papa, ich will auch ein bisschen mit Feuer spielen, Feuerzeug, Papa, Papa, ja, hier auch Knaller in der Hand. Wenn du dem Kind das geben würdest, würdest du ihm damit einen Gefallen tun oder nicht? Du würdest ihm damit keinen Gefallen tun. Du weißt, das schadet dem Kind. Das Kind kann sich dabei verletzen. Es kann sogar dabei sein Leben verlieren und vielleicht sogar das Leben eines ganzen Hauses, wenn es zu Brand geht. Und dementsprechend, ich als Mensch, ich bin wie ein Kind in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ich weiß nichts. Allah weiß alles. Wenn also Allah subhanahu wa ta'ala deinen Dua nicht sofort erhört, dann hat es einen Grund. Du kennst diesen Grund nicht, aber es hat einen Grund. Und du vertraust Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dein Dua zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Weise für dich erhört und akzeptiert. Und deswegen, es kann sein, dass Allah dich erhört hat, aber weiß, dass das, worum du ihn gebeten hast, nicht gut für dich ist. Ich weiß, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil wir Menschen, wir haben Bedürfnisse. Wir Menschen, wir wünschen uns etwas. Und wir denken, das, worum wir Allah bitten, ist das Beste für uns. Aber Allah weiß am besten, was gut für uns ist. Und dementsprechend kann es sein, dass Allah Ta'ala dir das, worum du ihn gebeten hast, nicht gibst, weil er weiß, dass es nicht gut für dich ist. Als Beispiel. Du bittest Allah Ta'ala darum, vermögend zu sein. Ja Allah, lass mich vermögend sein. Ja Allah, lass mich finanziell unabhängig sein. Ja Allah, ich will reich sein. Aber Allah gibt es dir nicht. Du bekommst es nicht. Du hast etwas zum Überleben, aber du bist immer knapp bei Kasse und schaffst es einfach nicht, wirklich finanziell unabhängig zu sein. Du gibst die Mühe, machst alles, liest mehrere, weiß ich nicht, Bücher, hörst die Videos an und trotzdem irgendwie wird es nicht voran. Du machst Dua, ja Allah, bitte hilf mir. Vertraue Allah, dass darin etwas Gutes für dich liegt. Und es einen Grund gibt, warum Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht das gibt, obwohl du dich anstrengst, obwohl du sogar die anderen Mittel nutzt und dir nicht das gibt, was du möchtest. Weil es könnte nämlich sein, dass vielleicht genau das, worum du Allah bittest, am Ende ein Schaden für dich ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala diesen Schaden von dir fernhält. Du weißt es einfach nicht. Und deswegen, wir vertrauen Allah in unserem Dua. Dass wenn wir Dua machen, dass Allah ta'ala unseren Dua zum richtigen Zeitpunkt erhört und auch in der Art und Weise erhört, wie es für uns gut ist. Und deswegen, was sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der authentischen Überlieferung? Und zwar sagte er sallallahu alaihi wa sallam, wie es bei Bukhari überliefert wird, in Al-Adab al-Mufrad von Abu Sa'id al-Khudri, ma min muslimin yad'u. Es gibt keinen Muslim, der ein Dua macht. Laysa bi ithmin wa la qati'ati rahim. Ganz wichtig. Es ist keine Sünde, keine schlechte Dua, noch ein Dua, wo ich, weiß ich nicht, gegen meinen Verwandten ein Dua mache, wo dann meine Familienbande unterbrochen wird. Außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine von drei Sachen gibt. Ganz klar. Eine von drei Sachen. Der Prophet benennt diese drei Sachen jetzt. Sallallahu alaihi wa sallam. Immer in yu'ajjila lahu da'watahu. Das erste ist, Allah ta'ala gibt dir genau das, worum du gebeten hast. Das ist die erste Möglichkeit. Was ist die zweite? Oder er bewahrt es für ihn im Jenseits auf. Allah hat darin eine Weisheit, die du nicht kennst. Und das ist jetzt mein Vertrauen in Allah. Oder es kann sein, dass Allah mein Dua schon längst erhört hat, aber damit etwas viel, viel Schlimmeres von mir abgewandt. Und dementsprechend sich das ausgleicht. Und deswegen sagte dann der Überlieferer, إِذَا nukthir, sollen wir dann viel Dua machen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allahu akthar.
Allah ist noch mehr. Das heißt, egal wie viel Dua du machst, Allah Ta'ala wird dir noch mehr geben. Subhanallah. Wie wichtig das ist, dass wir das verstehen. Und deswegen, ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ich darf niemals die Geduld verlieren in meinem Dua. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, يُسْتَجَابُ لِيَأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ. Ihr werdet erhört, solange ihr nicht voreilig seid. يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. Er sagt, ich habe Dua gemacht, aber ich wurde nicht erhört. Allah erhört dich. Nur sei nicht voreilig. Es braucht manchmal Zeit. Manche Propheten, guck mal, wir reden über Propheten, nicht über XY unter den Menschen. Über Propheten, die besten Menschen überhaupt. Deren Dua wurde erst Jahrzehnte später erhört. Jahrzehnte später. Ibrahim a.s. und seine Frau Sarah. Haben sie nicht Allah gebeten, dass sie ein Kind bekommen? Wie lange hat es gedauert, bis sie schon alte Greise waren? Dass sie schon längst die Hoffnung aufgegeben hatten? Als die Engel zu Sarah kamen, kennt die Geschichte, die drei Engel, die kommen zu Ibrahim a.s., um ihm zwei Nachrichten zu überbringen. Welche zwei Nachrichten sind das, weiß jemand? Welche zwei Nachrichten haben die drei Engel in der Gestalt von Männern Ibrahim a.s. überbracht? Was? Einmal, dass er einen Sohn bekommt, und zwar welchen Sohn? Ishaq. Und, was ist die zweite Nachricht? Dass das Volk von Lut vernichtet wird. Wie war die Reaktion von Sarah, als sie das gehört hat? Was hat sie gemacht? Sakkat wajha. Hat sich so eine alte Frau, 70, 80 Jahre alt, kommt ein Engel, sagt, du kriegst ein Kind. Das ist verrückt geworden. Ich, Ali Duana Ajus, wa ba'li Sheikh. Ja, ich soll ein Kind bekommen und ich bin schon eine alte Frau und mein Mann ist ebenfalls schon ein Greis. Subhanallah, unglaublich. Schaut mal, wie lange sie gewartet haben, bis Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen gegeben hat. Oder ich kenne manche Fälle, wenn es um Kinder geht, wo die Leute wirklich 10 Jahre warten und plötzlich, wenn Allah es vorgesehen hat, kriegen sie gleich einen Dreierpack. Der Training auf einmal, subhanallah. Man weiß nicht warum. Vielleicht waren sie noch nicht bereit gewesen. Es sollte so sein, es liegt eine Hikmah darin. Deswegen, wenn ich Dua mache, ich mache Dua, egal wie lange es dauert. Ich weiß nicht, worin die Weisheit liegt. Vielleicht liegt wirklich in dieser Sache nichts Gutes für mich, Allahu a'lam. Vielleicht bewahrt mich Allah vor Kindern, weil er weiß, Kinder werden mich ins Verderben stürzen. Und wir wissen, manchmal können Kinder auch eine Prüfung sein. Manchmal können Kinder eine Prüfung sein. Allah Ta'ala berichtet hierüber in Surat al-Kahf, ja, wie sozusagen das Kind sie in die Irre geführt hätte, welches Khidr a.s. dann getötet hat. Kinder können eine harte Prüfung sein. Ja, Kinder können sogar eine Strafe sein für einen Menschen. Das Leben der Eltern zerstören, vernichten. Es ist möglich. Grundsätzlich sind Kinder eine Gnade von Allah. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Dass du nur noch Sorgen hast aufgrund deiner Kinder. Und du dir am liebsten wünschen würdest, keine Kinder zu haben. Subhanallah. Und deswegen, ich vertraue Allah. Ich mache immer Dua. Ich bin nicht voreilig. Und ich weiß ganz genau, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat mich erhört, aber er wird es mir so geben, wie es am besten für mich ist. Das ist das, was ich dann auch wirklich verinnerliche. Und das ist so wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir das verstehen. Weil viele Menschen verzweifeln, sagen, ich habe Allah schon so oft gebeten, aber er hat mich nie erhört. Ich habe so oft Dua gemacht, aber es hat nichts gebracht. Und manche Menschen fangen an zu zweifeln. Wirklich, es gibt Menschen, die fangen an zu zweifeln, weil sie sagen, egal wie oft ich Dua mache, es wird nicht erhört. Nein. Das ist auch eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wie gesagt, die besten Menschen überhaupt, Allah ta'ala, er hat sie damit geprüft, dass er ihren Dua erst einmal nicht erhört hat. Erst Jahre oder Jahrzehnte später, subhanallah. Und dann gibt es bestimmte Dinge zu beachten, die unbedingt wichtig sind, damit ich auch verstehe, warum eventuell
sich trotz meines Duas in meinem Leben nichts verändert. Und hier machen viele Menschen Fehler. Viele Menschen sagen, ja, ich habe doch Dua gemacht, aber es ändert sich nichts. Ja, das kann verschiedene Ursachen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns auf einige dieser Ursachen hingewiesen. Was gehört zu den Ursachen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen den Dua verwehrt, ihn nicht annimmt, ihn nicht erhört? Gibt es mehrere Ursachen. Aber was könnte eine Ursache, eine bekannte Ursache, die wir alle kennen? Ja, ups. Was? Ernährung durch Haram. Die Frage ist aber, warum eigentlich? Ich meine, wir kennen die Überlieferung alle, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von einem Mann spricht, der auf einer Reise ist, seine Hände hebt, sagt, ja Rabb, aber sein Essen ist Haram, sein Trinken ist Haram, seine Kleidung ist Haram, er wurde durch Haram einhalten, wie soll er erhört werden? Was hat aber das eine mit dem anderen zu tun? Warum sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Sa'd ibn Mu'az, ja Sa'd, sagt zum Propheten, ja Rasulallah, udu Allah, ja ja'alni mustajab ad-da'wa, bitte Allah, dass mein Dua immer erhört wird. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm? Ja Sa'd, atuk mat'amaka, takum mustajab ad-da'wa, oh Sa'd, ja, achte darauf, dass das, was du zu dir nimmst, immer halal ist, immer gut ist, ja, und dann wird dein Dua auch erhört. Was ist aber jetzt ganz konkret der Zusammenhang? Also, wo ist hier der Link zwischen dem Dua, das erhört wird, und dem Ernähren von Haram? Warum führt das Ernähren von Haram dazu, dass mein Dua nicht erhört wird? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was würdet ihr sagen? Ja, barakallahu fik. Wenn ich mich durch ein Mittel versuche zu ernähren, was Allah verboten hat, was bedeutet das? Dass ich kein Vertrauen in Allah habe. Allah sagt mir, du darfst dein Geld nicht dadurch verdienen. Das ist Haram. Ich sage, ich mache es trotzdem. Was heißt das? Das heißt, ich stütze mich nicht mehr allein auf Allah, sondern ich stütze mich jetzt auf mich selbst. Und jemand, der sich auf sich selbst stützt, der braucht nicht so zu tun, als würde er abhängig sein von Allah. Das sind nur Worte. Aber er ist in Wirklichkeit nicht. Er ist nicht wirklich abhängig von Allah. Weil er sich auf andere Mittel schützt. Eine Form von Schirk. Es ist eine Form von Schirk. Ich sage nicht, dass diese Person kein Muslim ist. Aber es ist eine Form von Schirk. Weil ich stütze mich auf andere Mittel als die Mittel, die Allah subhanahu wa ta'ala mir zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen schaut mal, wie Allah ta'ala die Ibadah in Surat al-Dhariyat verbindet mit dem Rizq. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Jinn nur erschaffen, auf dass sie mir dienen. Die Jinn und die Menschen nur erschaffen, auf dass sie mir dienen. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? مَا أُرِيدُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Guck mal, wie Allah das verbindet. Ich möchte von ihnen keinen Rizq, keine Versorgung. Noch möchte ich, dass sie mich speisen. Also ich möchte keine Opfergaben oder irgendetwas. Ich brauche das nicht. Inna Allahu huwa ar-Razzaq. Allah ist der Versorger. Das heißt, Allah verbindet hier die aufrichtige Ibadah ihm gegenüber damit, dass er der Razzaq ist. Schaut mal, subhanallah, diese Verbindung zwischen dem einen und dem anderen. Und deswegen, wenn du permanent die Grenzen Allahs überschreitest und dich auf Mittel stützt, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, dann sagt dir Allah, wenn du deine Hände hebst, du hast dich doch bisher auch immer auf Dinge gestützt, die ich verboten habe. Jetzt brauchst du mich auch nicht. Erst wenn du wieder aufrichtig bist, Taube machst und dich wirklich ausschließlich Allah zuwendest, wird Allah wieder dein Dua erhören. Subhanallah. Das ist eine Sache. Was gibt es dann aber noch für Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala ein Dua nicht erhört? Warum erhört beispielsweise Allah ta'ala die Millionen Duas tagtäglich wie die unterdrückten Menschen in Palästina nicht oder im Libanon oder wo, weiß ich wo auf der Welt? Was ist der Grund? Woran liegt das? Ich meine, Millionen, aber wenn nicht sogar Milliarden Menschen machen Dua. Und unter ihnen bestimmt auch viele fromme Menschen. Wie kann das sein, dass Allah ta'ala dieses Dua nicht erhört? Ja.
Wir müssen uns selbst verändern. Aber was noch? Weil wir nicht handeln. Allah hat uns Mittel gegeben zur Veränderung. Aber wir nutzen die Mittel nicht. Guck mal, Allah hat uns Mittel zur Veränderung gegeben, aber wir nutzen die Mittel nicht. Ich gebe mal ein schönes Beispiel. Und zwar, ich habe hier eine Flasche Wasser. Und ich habe Durst. Und die Flasche steht hier jetzt. Also hier ist die Flasche Wasser und sie steht jetzt hier, direkt vor mir. Ich sage, ja Allah, ich habe solch einen Durst, nimm den Durst von mir. Ja Allah, gib mir Wasser. Das Wasser ist direkt vor mir, ich muss es nur in die Hand nehmen und trinken. Ich könnte bis zum Umfallen Dua machen, mein Durst würde nicht gelöscht werden. Warum? Weil das Mittel ist direkt vor mir, ich nutze es noch nicht. So einfach. Das heißt, das Dua ist ein Mittel von vielen Mitteln. Aber nicht das einzige Mittel. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Schlacht von Badr gegangen ist und dieses schöne, unglaubliche Dua gesprochen hat, ist er einfach ohne Waffen dorthin gegangen? So nach dem Motto, so, die Engel kommen so und so und werden uns zum Sieg führen? Oder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles genau geplant, munitiös? Er war in der Minderheit gewesen, aber hat er nicht alles geplant? Hat er nicht Istishara gemacht mit seinen Sahabe? Wo einer der Sahabe gesagt hat, wer war das gewesen? Fällt gerade der Name nicht ein. Er meinte, ja, Rasulallah, das ist der Hubab mit dem Munzir, das ist nicht der richtige Ort, wo wir uns niederlassen. Lass uns lieber nach vorne gehen, sodass wir trinken und sie nicht trinken können, damit wir sozusagen Wasser haben, aber sie kein Wasser haben. Und der Prophet hat es angenommen, hat die Reihen aufgestellt, hat alles vorbereitet. Und dann hat er Dua gemacht. Stellt euch mal vor, unser Prophet sollte einfach so, ohne Vorbereitung, in die Schlacht gehen. Selbst als Prophet hätte er die Schlacht nicht gewonnen. Selbst wenn viel Dua gemacht worden wäre, hätte es nicht geklappt. Warum? Weil es gibt Voraussetzungen. Deswegen, ein Jahr später bei der Schlacht von Uhud, ein Jahr später, die Muslime sind in Medina, der Prophet trifft alle Vorbereitungen. Und er sagt ganz klar zu den Bogenschützen auf dem Jabal al-Rumah, ihr dürft eure Position nicht verlassen. Egal was ist, erst wenn ich euch die Erlaubnis gebe. Und dann verlassen sie ihre Position. Was passiert, obwohl der Prophet unter ihnen ist? Sallallahu alaihi wasallam. Dua gemacht, all das. Was passiert? Sie verlieren die Schlacht. Weil sie nämlich eines der Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, missachtet haben. Ganz wichtig, wir müssen das verstehen. Und dementsprechend, wenn wir das jetzt auf unsere eigenen persönlichen Duas beziehen. Beispielsweise. Ich habe finanzielle Probleme. Und ich mache die ganze Zeit Dua. Ja Allah, bitte nimm die Schulden von mir. Aber ich bin nicht bereit, mein Konsumverhalten zu verändern. Ich kaufe weiterhin immer ein. Ohne auf mein Konsumverhalten zu achten. Ich mache keinen Überblick über meine Finanzen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Geld ich eigentlich verdiene und wie viel Geld ich ausgebe. Meint ihr, allein durch meinen Dua, ohne dass ich die nötigen Vorkehrungen treffe, wird sich etwas an meiner Situation verändern? Nein. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Du hast Probleme in der Schule, aber du bist nicht bereit, dich wirklich hinzusetzen und zu lernen. Du machst dann Dua, ja Allah, bitte lass mich besser in der Schule sein. Aber du bist weiterhin faul. Bist nicht bereit, ein bisschen mehr zu lernen als andere, weil du nachholen musst. Meinst du, deine Situation in der Schule wird sich verändern? Nein, ganz bestimmt nicht. Das müssen wir verstehen. Es gibt bestimmte Sunnen, bestimmte Gesetzmäßigkeiten in diesem Universum. Wenn diese Gesetzmäßigkeiten eingehalten werden, egal ob von einem Muslim oder einem Kafir, völlig egal von wem, dann wirst du etwas erreichen und wenn nicht, dann nicht. Das Dua allein reicht nicht aus. Das Dua ist ein Mittel und ein wichtiges Mittel, was auf deinen Iman hindeutet, von aber vielen anderen Mitteln, die du ebenfalls berücksichtigen musst. Das heißt ganz wichtig, ich muss darauf achten, dass mein Dua nicht abgelehnt wird aufgrund dessen, weil ich bestimmte andere Mittel, die mir zur Verfügung stehen, nicht nutze. Oder weil ich Dinge mache, die Allah Ta'ala verboten hat. Und jetzt, zu guter Letzt,
gibt es bestimmte Möglichkeiten, die mir dabei helfen, dass mein Dua noch mehr Wirkung zeigt. Wir wollen ja am Ende, dass das Dua was? Wirkung zeigt. In uns etwas bewirkt, etwas verändert. Und es gibt jetzt bestimmte Dinge, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat, welche dazu führen, dass Allah subhanahu wa ta'ala deinen Dua noch eher erhören lässt, als wenn du darauf nicht Acht gibst. Und zu diesen Dingen gehören beispielsweise bestimmte Zeiten, in denen ich Dua mache. Die sind allgemein bekannt, aber wir sollten das auch immer wieder erwähnen, weil viele verzichten darauf. Obwohl es eigentlich bekannt ist, verzichten viele darauf. Was sind die Zeiten, wo mein Dua besonders erhört wird? Lass uns mal einige aufzählen, Schwester, ja. Laylatul Qadr, natürlich, du hast gleich, mashallah, das krasseste genommen. Laylatul Qadr, ja, das ist eine Zeit, gar keine Frage. Was noch? Ja, Schwester. Wenn es regnet beispielsweise. Was noch? Ja, auch Sachen, die ich zwar immer wieder mache. Ja, im Sujud, ja. Im letzten Drittel der Nacht. Am Freitag grundsätzlich, so nach dem Asr-Gebet. Ja, oder während der Imam sozusagen auf die Mimbar steigt und so weiter. Was noch? Zwischen Adhan und Iqama. Ja, am Tag, mashallah, gleich immer die ganz besonderen Sachen. Ja, um Arafah, der Tag von Arafah. Ja. Das erste Mal die Kaaba erblickt. Also wir sehen, es gibt viele. Sein Fasten bricht. Und ganz wichtig, nach jedem Pflichtgebet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass nach dem Pflichtgebet das Dua erhört wird. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auf die ich achten kann, wo ich ganz bewusst Allah subhanahu wa ta'ala bitten kann. Und zwar meistens dann, wenn ich vorher eine gute Tat vollzogen habe. Und deswegen such nach diesen Möglichkeiten. Wenn du eine Sache hast, die dir besonders wichtig ist, geh, mach Wudu. Bete zwei Rak'a aufrichtig nur für Allah subhanahu wa ta'ala und bitte dann direkt im Anschluss daran Allah. Und du wirst sehen, was das für eine Wirkung zeigt. Eine unglaubliche Wirkung, die man sich kaum vorstellen kann. Dua al-Mazlum, ja, wenn du unterdrückt wirst, subhanallah. Ja, Reisende und vieles, vieles mehr. Und vieles, vieles mehr. Wir sehen also, es gibt bestimmte Dinge, auf die ich Acht geben kann, damit Allah subhanahu wa ta'ala in meinem Dua noch eine größere Wirkung setzt. Wenn wir all das tun, dann werden wir merken, wie das Dua unser Leben verändern wird. Und zwar in jeder Hinsicht. Und ich schließe ab mit den Worten von Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa ta'ala. Schönes Zitat, das habe ich schon oft zitiert. Wo er sagte, Inni la ahmilu hamma al-ijabati bi qadri ma ahmilu hamma al-dua. Ich mache mir nicht große Sorgen darüber, dass Allah mein Dua erhört. In dem Maße, wie ich mir Sorgen mache, dass ich überhaupt Dua mache. فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَى كَانَتْ مَعَهُ الْإِجَابَ. Weil wenn mir das Dua eingegeben wird von Allah, dann weiß ich, dass Allah es auch erhören wird. Deswegen, lasst uns häufig bewusst Dua machen. Versuchen, diese Zeiten auszunutzen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genannt hat, damit wir Dua machen. Versuchen, vorher eine gute Tat zu machen, damit Allah subhanahu wa ta'ala unseren Dua akzeptiert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, deren Dua angenommen und akzeptiert wird. Möge Allah ta'ala uns aufrichtig sein in unserem Dua. Möge Allah aufrichtig sein lassen in unserem Dua. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren unterdrückten Geschwistern überall auf der Welt beistehen. Möge Allah ta'ala das Unrecht und das Leid von ihnen nehmen. Möge Allah ta'ala unseren Dua in Bezug auf sie erhören. Amin, ya Rabbil Alamin. Die kommenden Wochen, insha'Allah, werden wir insha'Allah einige schöne Bittgebete aus dem Koran und aus der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam behandeln. Und zwar mit der Absicht, dass wir diese Bittgebete inshallah auch in unserem Alltag dann immer wieder verwenden. Weil, wie gesagt, ganz wichtig, natürlich kommt es auf die Aufrichtigkeit an und die Gewissheit. Aber wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dir einen Wortlaut beibringt, dann solltest du nicht freiwillig darauf verzichten. Nutze ihn. Lerne ihn. Wenn du kein Arabisch kannst, lerne es auswendig.
Versuche es zu verstehen und benutze es immer wieder. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam der beste Mensch ist, der jemals Dua gemacht hat. Der beste Mensch ist, der jemals Dua gemacht hat. Also wenn jemand Dua machen kann, dann ist es wer? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen sollten wir all diese Duas unseres Propheten zu Hause und die Duas, die wir im Koran finden, auch lernen. Wir werden uns inshallah in den nächsten 10 Wochen dann jeweils mit einem Dua auseinandersetzen, versuchen ihn zu verstehen, zu verinnerlichen, damit wir sie lernen und auch in unserem Leben dann anwenden, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu s-salihati, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis-sabr.